Mikrofon muss ja noch auf hier auf meinem Mischpult. Ja, also. Hallo, herzlich willkommen, ciao, servus und grüß Gott und grüezi miteinander. Ja, wir haben ja hier bei der letzten Folge hier noch hier ein paar Dings gelesen, hier Buchständertjes, um Magiewissen aufzufrischen, damit wir wenigstens in den fünften Kreis kommen. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wo haben wir denn eventuell noch Buchständer? Bei Belasa in Amana hatten wir ja welche. Ich glaube, hier gibt es keine. Ja, Moment, vielleicht im kleinen Tempel. Da werde ich mich mal eben rasch hinbegeben. Also hier, ich habe mir natürlich nicht gemerkt, ob hier ein Buchständer ist, aber nein, haben wir nicht. Also, hier haben wir keinen mehr. Man kann ja auch nicht so genau wissen, ob wo, habe ich mir auch nicht gemerkt, wo es noch Buchständer gäbe oder so. Der liebe Alain Dufont hat ja gesagt, Belasa und Tartaron, da kannst du noch gucken. Aber wie schon gesagt, man nimmt die immer nur während des Let's Plays immer so nebenbei mit. Also ob die noch irgendwo nebenbei irgendwo... Aber da hat man sich ja nicht drauf fokussiert. So von wegen so. Ja, Samson, wo ist denn deine Delilah? Nein, ist nicht dabei. Darf ich denn hier wenigstens hier rein? Gucken nach Buchständern? Nein. Auch nicht. Jut. Ja, na, mal gucken, was hier alles so ein bisschen aussieht wie... Raus. Ja, okay. Ich glaube, das wird hier in der Geschichte, hier in Uga nichts mehr werden. Trotzdem werde ich nochmal schauen, ob ich noch ein paar Sachen handeln kann, beziehungsweise hier bei dem lieben Othello. Zeig mir deine Ware. Ja, dann zeig mal schön und lecker. Ja, das sieht gut aus. Ich werde mal auch mal hier mein altes Ramschzeug mal in ihn verramschen. Bis dann. Ja, und da ich ja diese Kategorisierung der Inventare installiert habe, ist einfach nur eine VDF-Datei, funktioniert das natürlich auch mit meinen Händlern. Da kann ich natürlich gucken, oh, hast du irgendwas an Magie, an Schriften oder Verschiedenes. Also wir wollen auf jeden Fall die Tränke haben. Da gucke ich mir mal aus, welche ich alle nehme. So, das soll es erstmal gewesen sein. Und fertig. So. Ja, hier kann ich leider nichts mehr machen. Der tote Typ ist ja tot. Der tote Typ ist tot. Mhm. War denn eventuell hier noch ein... Nee. Okay, das wird wohl nichts mehr mit den Buchständern hier in Uganda. In Uga. Uganda, ich komme auf Sachen. Gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Denn das Orklager in der Wüste, Schwarzmagierschule. So, kann ich mir die Robe der Schwarzmagier holen? Vielleicht sollte ich doch nochmal drauf gucken, wo ich die denn eigentlich hätte, wenn ich sie schon habe. Bei Tartaron war ich ja. So, nochmal genau gucken, was hier Schwarzmagierrobe ist. Schwere Nomadenrüstung, Assassinenmagierrobe. Ach so. Okay, das ist damit gemeint. Ah, verstehe, weil Xadas alte Feuerrobe. Okay, dann ist es auf jeden Fall diese Assassinen-Magier-Robe. Oh, Wert 15.000 Leute. Soll ich die anziehen? Nein, die schützt mich ja nicht großartig, oder? Doch. Moment. Dubidu, die ist ja weiter oben. Soll ich die mal anziehen? 4 maximale Mana-Punkte zu wenig. Ei! Da muss ich noch Mana irgendwo holen. Das heißt, ich muss irgendwo mal hier in Uga einen Koch finden oder irgendein so ein Kochgefäß, damit ich mir Dunkelpilzsuppe basteln kann. Aber yeah, die hat wieder nix. Da hat er hier oben sein Kochgeschirr. Das sind so Sachen, die ich nicht weiß, wo die sind. Okay, ich werde mich noch mal ein bisschen bemühen, um umzugucken, ob ich hier noch einen Kochtopf finde. In einem Raum der Katakomben haben wir eine Werkbank. Da haben wir auch noch eine Buchkommode. Gucken wir mal. Ah, nee, okay, das ist was anderes. Okay,
Dann finde ich wahrscheinlich nur die Buchkommode bei magischem Wissen bei Magiern explizit. Okidoki, das nur zur Information. Ich versuche weiter irgendwie zu kochen oder Kommoden zu lesen. Ja, man kriegt noch einige Fleckchen zu sehen. Ich bin mal hier von da hinten rüber gesprungen. Ne? Also hier in Uga. Und habe hier noch so einen Erker entdeckt. Mit kleinen, jo, Kronstöckel. Ja, sehr schön. Ja, mit Loot. Mit ein bisschen Loot. Okay, gehen wir weiter. Ja, auch hier in dem entlegensten Winkeln kann man noch was finden. Wie zum Beispiel Truhe. Okay, die muss ich knacken. Ja, das ging ja fix. Aber 65 Gold, das ist doch gut. Herrlich. So, gibt es hier noch ein paar Tomaten. Die sollte man auch mit zu Suppe verarbeiten. Dann haben wir noch ein paar Bananen. Und hui, ein Topf, sehr gut, gebratene Ziegenfleisch. So, okay, ich glaube, das war es hier für die Seite. Okay, gucken wir weiter. Ach ja, ich habe mal wieder ein Geschick erhalten, indem ich ein bisschen Tabak geraucht habe. Okay, weiter geht's. Ja, das ist Torres, der stampft da so rum. Ich stehe vor Armand. Und habe wieder was Neues entdeckt, oder ich hatte es damals übersehen, aber ich weiß noch, Alain hat mir gesagt, du, pass mal auf, da hat der noch wichtige Karten. Jetzt passt auf, Schatzkarte der Quellhöhle, sehr wichtig. Was haben wir denn noch? Schatzkarte Felsental Ashdod, die habe ich auch alle, Pass von Ishtar auch, Mythanavaran habe ich auch. Das habe ich nicht. Und natürlich die Quellhöhle habe ich auch nicht. Denn in einer Quest hat mir der Merkurius gesagt, ich soll ja mal zur Quellhöhle gehen. Das gibt's auch in einer Quest. Aber ich will noch was anderes suchen finden. Gucken wir mal auf die Karte der Quellhöhle. Ah, gibt auch einen Questeintrag. Na, das sieht da toll aus. Ach, hier ist diese lange Brücke da und ganz hinten... Ich glaube, ich weiß, wo das sein könnte. Okay, dann gucken wir nochmal ins Logiboggy. Schatzsuche der Quellhöhle. Ich habe beim eine Schatzkarte bei dem Assassinenhändler Amad erworben. Sie zeigt mir den Weg zu einem Schatz, der sich in der Quellhöhle des nähernden Nomadenlagers befinden soll. So, ich glaube, mir erscheint diese Schatzkarte Felsental Ashdod auch neu. Aha. Aha, da ganz rechts unten, Ashdod Tempel, ist auch nochmal eine Schatzkarte. Mal gucken, was das Logiboggy sagt dazu. Das ist bestimmt Schatzsuche bei Ashdod. Ich habe eine Schatzkarte auch bei einem Assassinenhändler Amad erworben. Sie zeigt mir den Weg zu einem Schatz, der sich in den Bergen der Stadt Ashdod befinden soll. Okay. So, also dann werde ich mich mal wieder zum Tempel von Ashdod begeben. Ich denke immer, ich hätte die falsche Klamotte an. Da haben wir alles erledigt. Da hinten ist auch alles erledigt. Ich könnte jetzt auf Schatzsuche gehen, möchte ich aber nicht. Denn ich möchte doch mich noch ein bisschen skillen. Also ich muss auf jeden Fall... Ich möchte es riskieren, nochmal mit den Herrn Almansor zu sprechen, wegen der Gruft. Hey! Wo ist denn die Gruft des untoten Magiers? Da war ich ja vor 2 Folgen, glaube ich, stehen geblieben und... Wo ist die Gruft des untoten Magiers? In der Nähe von Ashdod gibt es eine Schlucht. Und hoch über dieser gibt es eine große Höhle. Aber der Zugang ist schwierig und ich kann jedem nur abraten, das Wagnis auf sich zu nehmen, die Gruft zu betreten. Man muss den Brückenmechanismus kennen, um in die Höhle zu gelangen. Und in der Schlucht gibt es sehr viele Monster. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man glücklich in die Höhle gelangen sollte, versperrt eine Tür den Zugang zur Gruft. Ach. Um diese öffnen zu können, benötigt man einen besonderen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist hier im Tempel verborgen. Aber wo dieser ist, werde ich auch dir nicht verraten.
Und auch über die Gefahren und Rätsel in der Gruft werde ich dir ebenfalls nichts sagen. Hä? Noch was? Es wäre unmöglich, seine Spruchrolle zu stehlen. Ich finde nur okay. Also jetzt muss ich mal kontemplieren. Wir haben noch ein paar Logbucheinträge. Das allererste, das sind immer so viele und dann ist es so, der Tempel von Ashtot, das habe ich gesehen. So, die Gruft des Untoten, ist das älter, gefährliche Untote befindet sich, okay. Die Gruft des Untoten Magiers liegt in einer Schlucht in der Nähe von Ashtot und zwar in einer Höhle um dort. Um da aber in die Gruft zu gelangen, benötige ich einen Schlüssel. Ich stelle so einen Schlüssel versteckt, dass ich an einem Ort, der schwer zugänglich ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir da bei der Barriere gefunden haben. So wie ich das sehe, wird der Schlüssel zur Gruft in der Tempelbibliothek zu finden sein. Wie gut, dass Almansor den Schlüssel zu seiner Truhe, die wohl in der Bibliothek zu finden ist. Dabei halte ich ihn diesem während unseres Gespräches entwenden können. Ach, sieh einer an, den haben wir jetzt plötzlich. Das heißt also, ich müsste dann wieder zurück zur Bibliothek und ja, und die anderen Einträge, die müsste ich mal eben selber nochmal gerade aufgenommen und mal gucken, was das eben für waren. Da habe ich jetzt mal mein Filmchen angeguckt und jetzt gucken wir mal, was es war. Ich hatte die Grabkammer, die Schwarzmagierschule und Wassermagier Mercurius noch aufgeschrieben und siehe da, da oben steht ja die Grabkammer jetzt plötzlich. Die Gruft des Untoten Magiers liegt in einer Schlucht in der Nähe von Ashtot und zwar in einer Höhle um Tal zu gelangen, werde ich ein verborgenes Tal in den Bergen Ashtot aufsuchen. Vermutlich wird er das Gebiet oberhalb des Wasserfalls meinen. Almansor sprach auch von Gefahren und Rätseln in der Gruft. Was meint er damit? Anscheinend komme ich nicht direkt an das Grab des Magiers und muss dort auch in der Gruft irgendein Geheimnis ergründen. So, dann was haben wir noch? Die Schwarzmagier-Schule, meine ich. Wo ist denn das jetzt eben? Na? Bestimmt erledigt. Zack. Die Schwarzmagier-Schule. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie, da ist sie. Ich kenne nun das Geheimnis von Ashtot. Meine Schwarzmagier-Studien haben damit ihr Ende gefunden. Für Innos, genau. Okay, Dille, dann haben wir das auch. So, dann noch der Wassermagier Mercurius. Cessa. So, auch schon mal schauen. Jetzt muss ich nur noch in die Gruft des Magiers. Das ist meine Mission in Varant. Dann ist meine Mission in Varant erfüllt. Ich könnte dann gegen die Assassinen vorgehen, wenn ich das will, auch wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Ich sollte daher mit Mercurius sprechen. Vielleicht könnte er mir helfen, die alten Steintafeln zu lesen. Ja, damit schließt sich auch die Logik, dass ich was könnte, aber das wäre, wenn ich gegen die Assassinen kämpfe, wäre das nicht so gut. Also, ergo popergo, wo sind denn eigentlich meine Nomaden? Ich will ja zum Nomaden, die muss ich noch mal belegen, die Sachen. Jetzt labern die plötzlich ganz viel. Oder kommt mir das nur so vor? Naja, okay. Auf jeden Fall die Nomadenrüstung anziehen, bevor ich mich da Alter. Bevor ich mich da dahin begebe. Ja, die Moras haben keine Ehre. Tolle Nummer. Ha. Ja gut, okay. Ich versuche mir selber noch so ein Workflow, sag ich mal. Was mache ich denn jetzt? Zusammenzustellen, damit ich da hinkomme, wo ich hinkomme. Ich möchte nicht so hick-hack hin und her mäßig gehen. Aber vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Kochtopf. Einen Kochpopf. Das fällt einem nie so auf. So, Mercurius, abspeichern. Welche Rezepturen? Ich habe jetzt alle. Habe ich jetzt alle Runensteine gefunden? Könnte man mal habe fragen. Ich jetzt alle Runensteine gefunden? Teleport in Varant. Lass mal sehen. Soweit ich das sehe, wird dir noch die eine oder andere Rune fehlen. Okay, noch nichts gefunden. Kannst du mir... Jetzt ist es wieder so laut da. Diese Schafe da. So, sind wir ein bisschen weiter weg von den Schafen, damit ich hier eine gepflegte Konversation führen kann. Welche Rezepturen habe ich jetzt alle... Kannst du mir jetzt... kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen?
Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Wie? Du möchtest die Sprache des alten Volkes lernen? Ja, das möchte ich. Dann musst du dich nicht abquälen, die Steintafeln zu übersetzen. Das ist eine hervorragende Idee. Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Wow. Er macht es. Lehre mich die fremde Sprache. Das heißt, die Steintafeln kann ich dann lesen. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen, wie Arbeit, Liebe oder der Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. So, 10 Lernpunkte, das ist gut. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften des alten Volkes nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Das reicht mir aber noch nicht. Ich guck mal eben, wie viel LPs habe ich. Müsste eigentlich ausreichend haben. 38. Wenn ich ihn jetzt wieder frage, dann wird es teurer. Wie bei dem anderen hier, bei dem, na, wo ich letztes Mal war. Okay, lehre mich noch eine fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Ja, kenne ich schon. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Pass auf, 15. 15 war ja klar. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften des alten Volkes nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ja, gibt's denn noch mehr Sprachen? So, 1538, lehre mich noch eine fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne 13. zeigen. In Mist. Der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie des alten Volkes erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Ja. Boah, 20 sogar. Tolle Nummer. Denn ich habe ja nur jetzt... Ach, 23. Ah, wie komme ich auf 13 eben? Leute, Mercurius, bitte, bitte, bitte. Dann kann ich jetzt nochmal die letzte Sprache. Ich hoffe, die letzte Sprache. Gut, die letzte Sprache. 20 Lernkosten. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften des alten Volkes nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. So, haben wir jetzt alle Sprachen durch? Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. So. Du beherrschst jetzt die Sprache des alten Volkes. Jetzt bin ich varantisch geprüfter Dolmetscher, oder was? Gut, okay, dann haben wir auch das. Dann jetzt muss ich mal eben mich mal sammeln und mal im Logbuch gucken, was so alles da ist. Da gäbe es oben angeführt alte Steintafeln. Das ist, da kann er mir alles beibringen. Das ist gut. Dann allgemeine Infos, die Sprachen der Erbauer. Ich beherrsche jetzt die Sprache der Krieger, der Bauern und der Priester. Das ist gut. Ja, das ist doch schön. Gab es denn noch was? Die Grabkammerorgler, göttliche Arche, ja, Wassermagier Mercurius. Jetzt muss ich nur noch in die Gruft des Magiers helfen, die alten Steintafeln zu lesen. Wollen wir mal gucken, ob wir da mal eben die Steintafeln lesen können, weil ich habe ja so viele Sachen. Rüstungen, Artefakte. Nee, das könnte man meinen, es wären Artefakte. Magie ist es auch nicht, dann sind es beschifft Schriften. Richtig, gucken wir mal, was haben wir denn hier zum Beispiel für eine Schrift? Steintafel des Bogenschützen. Verbessere das Treffen mit was? Okay, jetzt ist der Mond plötzlich aufgegangen, weil ich musste erstmal mich sammeln. Verbessere Steintafeln. Dann Steintafel des Bogenschützen Nummer 2. Mal gucken, ich werde sofort... Verbessere Treffer mit Bogen plus 4. Ach so, okay. Oh, das ist ja klasse. Nochmal plus 4. Los, lies. Nochmal plus 4. Das heißt... Bogen 54. Vorher war, glaube ich, 43. Also, Moment, ja, 39 oder sowas.
Ah, mach da Spaß, los, lies weiter. Lies weiter, das ist richtig irre, ist das. Was haben wir denn hier? Steintafel des Bogenschützen, nochmal. So, was hatten wir hier auch? Plus 6! Noch mehr, oh Leute, ist das gut. Macht das Spaß. Hey, so ein Skill-Up. So, Steintafel des Armbrustschützen. Okay, plus 2. Hammer. So, nochmal plus 2. Einfach mal durchmachen hier. So, und was haben wir denn hier? Steintafel des Armbrustschützen 3. Das wird dann bestimmt so ein plus 6 sein. Okay, wie gehabt. Jawohl. Oh, macht das Spaß. Einfach nur rumstehen und lesen. Obwohl ich nicht so eine Leseratte bin. Früher war ich das mal. So, was haben wir denn als nächstes? Steintafel des Geschicks. Ah, verstanden. Geschicklichkeit plus 2, da steht's doch links, Mensch, Miki. Was blende ich denn immer aus? Geschicklichkeit plus 2. Oder ist das jetzt hier neu? So, plus 4. Oh, irre. Wow, jetzt können wir endlich die Steintafeln alle lesen. Boah, das gibt ja immense Werte dann. Dann brauche ich überhaupt gar nicht mehr irgendwie an welche Lehrer zu kommen. So, Lebensenergie plus 5. Nochmal. Das lohnt sich. Das hat sich echt gelohnt. Und gut, dass ich nicht vorher weggefahren bin zu anderen Inseln. Oh, blasting. I love it. Yes, sir. I like the way sure it is. Okay. Maar even kijken, maar dan heb je ook plus 2. Maar ik kan ook andere talen praten. Ook andere Sprachen sprechen. Dat was jetzt Niederländisch. Und Mana, na hallo. Moment mal, da war doch noch irgendwie was. Ach nee, das ist Mana da unten wahrscheinlich. Oder manisches Wissen. Herr Jemine. Oh, cool, 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 cool. Ich erstrahle regelrecht in Wissen. So gibt's ja noch ein paar Bücher. Bücher, nicht Steintafel. Mein Gott, die habe ich alle mit mir rumgeschenkt. Einhandkampf. Wow. Verbessert. Wunderbar. Ah, da steht sie dann nicht. Also bei denen steht das nicht. Okay. Dann hier. Steintafel, das Starke. Plus 2, jetzt steht's da. 4. Und was noch? Nochmal 4. Jetzt haben wir wieder mehr Stärke. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja voluminös. Da gucke ich gleich mal auf die Potenz. Die ganzen Steintafeln. So, das ist Zweihandkampf. Ich glaube, wir wissen jetzt Bescheid. Ich muss mal hier die Erleuchtung mal eben unterbrechen. Und damit wir hier noch ein bisschen zu was kommen. Ich melde mich wieder. So, das war's. Endlich durch. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier für Werte haben. So, Magiekreis 4. Meister, Einhänder, Zweihänder, Meister, Bogen, Meister, Armbrust, Schütze. Mhm. So, Stärke 198, 185, Mana 244, 294, Lebensenergie, Magie, Wissen. So mag ich das. So, nein, das hatten wir ja schon. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte nämlich nochmal euch zeigen, was wir hier nämlich unter göttlichem Artefakt, da ist es nämlich mit der Quellhöhle. So, der Tipp, hier die Steintafeln haben wir gesucht, die haben wir jetzt alle gelesen und jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch noch in die Quellhöhle kommen können. Und die Schatzkarte haben wir ja davon. Doch bevor ich das mache, werde ich erstmal eine Runde schlafen, sofern mir hier jemand ein Bettchen zur Verfügung stellt. Das ist auch hiermit erledigt und gemacht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du bist ausgeruht, erfrischt und kräftiger und wissender. Wunderbar. Also, ich konnte mich erinnern, es gab eine große Brücke und das war was Spitzes, wo die Quellhöhle ist. Und es war ein Wasserfall in der Nähe. Jetzt müsste ich mal irgendwo mich mal schlau machen oder mal ein bisschen hier gucken und schauen, wo das ist, weil ich weiß, das war irgendwie weiter unten. Hey, wer seid ihr denn da unten? Hä? Wieso habe ich denn die nie gesehen? Oma, Nomade, aha.
Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh, ich bin noch völlig überwältigt. Also, ich werde mich mal nach unten begeben. Wollte es eigentlich schneiden, aber ich habe gerade gesehen, in dem Moment, wo ich hier... Ja. Gibt es wieder so schwarze Spinnen, die man nicht looten kann. Okay, es wird jetzt wieder interessanter. Und da gibt es noch was. Giftige Spinne auch weg. So war ich hier noch nicht. Okay, Butlerfleisch, okay. Leute. Okay, die sind zum Glück hier nicht so in der Überzahl. Stopp, doch, da hinten. 1, 2, 3, jo, okay, alles klar. Machen wir mal was anderes draus. Und zwar, ich habe noch nicht abgespeichert. Oh, nicht daneben in die Mauer schießen, soll das nicht sein hier. Giftige Spinne. Oh, ich bin völlig überwältigt jetzt. Wie viel Zeit haben wir denn? Oh, wir haben schon ein bisschen. Aber... Ehrlich. Du sollst die hier anvisieren, Mister. Der ganze Durchgang ist voller giftiger Spinnen. Okay. Okay, dann werde ich mal das Zeug hier auf dem Rückweg looten und werde mich da wieder hinstellen. So, da bin ich wieder. Und da ich ja so viel gelernt habe, kann ich auch die Assassinen-Magier-Robe anziehen. Schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwelche Konsequenzen hat, wenn ich da irgendwie auf Leute treffe. So nach dem Motto, ey, trägst du voll Robe. Was soll das? Kann ja sein. So, da sind sie. So, war ja abgespeichert, habe ich zum Glück. Warum sind die hier alle... Ach so, das ist die Konsequenz. Ich bedanke mich. Ach, das sind ja Nomaden, ich Seppel. Och. Und ich bin echt jetzt total plätt. Superklasse. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal hier mit der Verstärkten. Ja. So, seid ihr alle noch gut drauf? Ja, wir sind alle gut drauf. Das ist doch schön. Darf ich euren Pfeilchen nehmen, der nicht mehr da ist? Nomade. Warum sind die denn plötzlich alle hier? Oma. Ey, Oma. Hallo, ich bin fremd hier. Ja. Mein Name ist Roland. Ihr seid Nomaden? Ja, sind wir. Jetzt machen wir weiter. Ja, das sind wir, Fremde. Mein Name ist Oma. Okay, das dauert immer ein bisschen. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Überschrieben? Na, okay. Sein Name ist Oma. Mehr Omas gibt's hier nicht, okay? Baram! Halt, Fremder! Wer bist du? Ich weiß, ich möchte antworten. Geht nicht weg. Hey, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Ich habe nichts gegen euch Nomaden. Ja, okay, das ist... So? Okay. Das kann jeder sagen. Also, wer bist du? Ein Reisender, der von den Chorinseln kommt. Mein Name ist Roland. Na gut. Du scheinst nicht zu unseren Feinden zu gehören. Bestimmt nicht. Ihr könnt mir vertrauen. So schnell geht das jetzt auch nicht. Was suchst du in der Wüste? Ich bin auf dem Weg nach Ashdod. So. Nach Ashdod. Was willst du? Ich bin ein Kämpfer, König Robars, und will die heimlichen Ziele der Assassinen in Erfahrung bringen. Eure Feinde arbeiten mit den Orks zusammen, und das beunruhigt uns. Das stimmt. Die Orks sind Gäste der Assassinen. Ich denke, dass ich deinen Worten glaube. Sei also willkommen. Mein Name ist Braham. Ich bin der Anführer unserer kleinen Jagdgruppe und der Sohn von Said. Baham, oder ihr seid hier auf der Jagd? Ihr seid hier auf der Jagd? Ja, aber wir sollten schon längst damit fertig sein. Hä? Im Grunde bräuchten wir nur noch ein Dutzend Reptilien heute. Dann könnten wir wieder in die Berge zurück. Von welchen Tieren bekommt ihr die heute? Von Snappern. Es gibt eine ganze Menge hier in der Gegend. Mhm. Wie wäre es, wenn ich euch bei der Jagd helfe?
Das wäre großartig. Wenn du uns ein Dutzend Häute bringst, bin ich auch gerne bereit, dir etwas über die Jagd beizubringen. Abgemacht. Wo sind die Snapper jetzt genau? Das haben wir bis jetzt noch nicht herausgefunden. Sie dürften aber nicht allzu weit von hier entfernt sein. Ja, ich habe ja genug Snapper gejagt, ne? Hier sind eure Snapper heute. Ich sehe, dass du ein hervorragender Jäger bist. Ich habe noch nichts gemacht. Aber vielleicht kann ich dir noch etwas beibringen. Ja, schauen wir mal. Frag mich also einfach, was du wissen willst. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die... Da muss ich dich enttäuschen. Ich weiß schon alles. War mir klar. Leute. Ich mach mal das Kapitel an der Stelle hier mal zu. Und wir sehen uns dann später wieder. Okay, bedanke mich. Macht einen Eintrag und einen Daumen. Tschüss.